Soll ich eigentlich mal nachladen? Ja, kann ich mal machen, ne? Ne, doch nicht. Ist voll geladen. Gut, weiter mit Bogen. So, hier, irgendwo muss hier diese Tagungsseite sein. Ah, guck mal hier. Holzfällerhütte. Da ist die Tagungsseite. Nehmen wir noch direkt mit. Ja, aber haben unsere Eltern doch eigentlich ganz nett gehabt hier, oder? Sieht doch wirklich nett aus hier. War noch so eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Dann verschwinden die auch mal von der Karte. Doch, ist eine schöne Ecke hier. Muss man den lassen. Schauen wir mal, was die zwei Kiffer jetzt noch für uns haben. Deren Chefin ja jetzt tot ist. Ich lebe noch, Feiner! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst Donald Grübel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Ach, wir sitzen in diesem Scheißland fest, wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen... Hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen, voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich zieh hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist... Des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau.
Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Jetzt haben die uns wieder aus unserem Haus geschmissen. Die Ankunft des Beschützers. Finde den Tanker. So, Wandteppich also. Können wir jetzt hier nochmal rein? Nö. Lass uns natürlich nicht rein. Ah, also hier gibt es ja doch eine Klettermöglichkeit. Eben auf der Karte gucken, wo das ist. Hier, okay. Erstmal muss ich mir merken. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin. So, ich würde jetzt eigentlich gerne mal diesen Wingsuit ausprobieren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich einen hab. Würde mich ja schon irgendwie reizen. Aber ich hatte ja eigentlich mal einen gekauft. Ich hatte aber auch mal einen gefunden. Wir nehmen jetzt das Ding hier. Habe ich zwar schon mal versucht, war ich nicht gut drin, aber egal. Wow, da fliegt er schon direkt los. Also das ist, glaube ich, diese umgedrehte Dingens, ne? Steuerung. Das mag ich nicht. Halten zum Abspringen. Ja, aber ich habe ja, weiß ja nicht, ob ich so einen Wingsuit habe. Deswegen einfach so abspringen wäre, denke ich mal, nicht so gut. Ach doch, ja, ah doch. Wingsuit. L3, da. Wow! Wie steuert man das denn? Also Fallschirm mit X, klar, aber ich wollte hier noch gar nicht den Fallschirm öffnen. Habe jetzt aber keine wirkliche Steuerung darin gemerkt. Also ich habe versucht mit L was zu steuern, bin aber direkt abgeschmiert. Sollte ich in etwas weniger Bodennähe nochmal ausprobieren. Hat ja jetzt nicht lange gedauert, dann lag ich ja schon auf der Erde. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Okay, wir kommen hier wieder raus. Hat auch netterweise einer was hingestellt. Dann versuchen wir es halt nochmal. So, wenn dann mit dem Wingsuit dann hinter dem Hügel erst. Was müssen wir denn überhaupt? Wir sind da, 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 da. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie man das Ding hier landet. Jetzt will ich schon wieder das hier in den Wingsuit nehmen. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch hier. So. Ah, noch ein bisschen tiefer. Jetzt können wir es mal machen, ja. Also, okay, auch hier mit umgekehrter Steuerung. Yeah! Da fühlt man sich ja richtig Superman-mäßig. Wie wäre das noch? Super Ricci, kommst du dich gefliegt? Wie ging das mit dem Fallschirm? X einfach nur, kann ich das jedes Mal drücken? So langsam kommt der Boden doch gefährlich nach. Ah, wir können sogar vom Fallschirm aus schießen und wir können wieder in den Wingsuit. Oh, ganz leichte Landung. Hey, war das nicht die Höhle, die ich eben noch von oben gesagt habe, da würde ich gerne mal vorbei? Ja, da, das ist die, genau. Ha, habe ich es doch gemerkt. Oh. Was? Stirb. Ein bisschen hartnäckig. Ich wollte schon sagen, kann ich den Pfeil eigentlich direkt schießen? Ja, Kopfschuss. Erwischt. Nochmal einen erwischt. Aber wie viel sind denn das? Ich schieß besser. Ist aber auch getroffen. Aber beim Rausziehen bricht der Pfeil immer direkt ab. Oh, da ist ja noch einer.
So. Jetzt ist da keiner mehr. Ich glaube, ich schaue schon wieder einen Dachs. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber Dachse brauchten wir. Brauchen wir noch Dachse? Ich meine nur noch Nashörner, ne? Den Geldbeutel nachholen. Für die Sprengstofftasche, ja. Ja gut, kann natürlich sein, dass wir für die Sprengstofftasche später auch nochmal Dachsfell brauchen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ja. Dann gehen wir mal rein in die Höhle. Gibt's Licht an? Kalingas Weisheit. Kalinga, das war doch, glaube ich, irgendwie so eine indische Göttin, ne? Kenn ich dieser Elefant Kalinga? Ich weiß es nicht mehr. Letztens jetzt noch im, bei Galileo gesehen. Was hatten die Inder, also der Hinduismus, irgendwie 1 Million verschiedene Götter? Könnt ihr ja selber gar nicht alle kennen. War nicht Galileo, war irgendwas anderes. War egal. Auf jeden Fall haben die Hindus verdammt. Nee, falsche Richtung. Verdammt viele Götter. Na, guck mal da. Da ist ja so eine Figur. Sehen wir jetzt vielleicht, wer das ist. Na, schaukeln wir mal darüber. Zack. Ja, das sieht aus wie ein ganz normaler Buddha. Hier ist auch schon irgendwie Höhlenbodenende. Müssen wir hin? Ein bisschen da hoch. Nee, falsche Richtung. Hoch, so habe ich schon gesagt. Nicht runter. Können wir wahrscheinlich an dem Haken da raufklettern. Jo. Hier irgendwas drin. Irgendwie ein Höhlentiger oder sowas. Sieht sauber aus. Dann jetzt dahin. Wir müssen. Das ist auf jeden Fall irgendwas. Ein Affe oder so. Muss ich irgendwie da hochkommen. Ob wir da klettern können? Moment. Versuchen wir mal. Hep! Uah. Oh oh. Das tut weh. War ja klar, dass es in die Hose gehen muss. Boah, die sind ja auch wieder da. Verdammt. Ja, ja, den kriegen wir. Ach, daneben. Einmal. Zweimal. Da waren aber noch mehr von denen. Ja, da ist er auch schon. Dreimal. Wow. Sind die alle da in der Höhle jetzt, oder was? Ja. Hast du Glück gehabt. Aber glaube ich, da ist noch einer. Da. Ich nehme mal eben heilen. Aber erwischt haben wir den ja. So, nochmal heilen, dann sind wir auch voll geheilt. Gut. Dann plündern wir die nochmal aus. Der schon wieder Opiumkugeln. Ist auch echt beliebte Beute hier. Und dann da nochmal. Hey, was war das denn hier? War da. Da hat irgendeiner was drauf gemalt. Das sieht nicht natürlich aus.
So. Jetzt aber. Einmal runter. So tiefer runter, ne? Dann den da dran. So, und dann... Komm, LJ. Nicht so viel rumschaukeln. Da oben hin. So, und da kommen wir jetzt nicht drauf geklettert, ne? Nee. Das heißt... Und da sind wir gekommen. Das ist der nächste Haken. Wir müssen da rüber schwingen. Zuerst habe ich gedacht, wir sind von da gekommen, aber sind wir gar nicht. Ja, ein bisschen mehr schwingen. Noch ein bisschen einmal schwingen, glaube ich. Dann sollten wir es jetzt aber haben. Hep. Geschafft. So, da kommen wir nicht hoch, ne. Wir müssen hier irgendwie rum. Aber wohin? Hier ist irgendwie doch Ende. Oder sehe ich das falsch? Ne, da waren wir ja schon. Oder müssen wir hier auf die Hand? Hä? Ich hänge hier irgendwie fest. Ah. Oh oh, oh oh. Heilen. Ich will nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Sind wir hier in Kalingas Schoß und nippen ab. Außer ich habe irgendwie die Chance, hier irgendeinen Haken zu werfen. Nee. Sieht nicht so aus. Ist hier irgendwas unter Wasser? Ne, scheint nicht so. Schade. Raufklettern? Also irgendwie müssen wir da auf jeden Fall hin. Wie kommen wir jetzt wieder rauf? Hier ist ein Seil. Aber hier ist ja kein Haken. Da kommen wir nicht raufgelaufen. Die sind zu weit weg. Ah ne, da. Da konnten wir gerade anscheinend. Da. Jetzt kommen wir rauf. Jetzt kommen wir auf dem Haken. So. Hier müssen wir hin. Und schwingen. So, und jetzt kommen wir rüber. Das war drüben. Jetzt sind wir wieder da. Wir müssen irgendwie hier hoch. Ah, da ist er. Hier haben wir die Tür. Achso, das war die andere Seite jetzt von der Tür, ja. Dann einmal hier rüber. Und nach deinem Wegpunkt hier. Ich dachte schon gerade, da wäre jemand. Was ist das denn für ein Flüstern hier? Ein Radio aufgestellt.